Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin klitschnass, immer noch mit Heiko unterwegs. Diesmal in einer verlassenen, geschlossenen Jugendherberge. Wir haben dem Hausmeister Opi verklickert. Wir sind Jugendherbergenfilmer und waren hier vor vielen Jahren mal und möchten hier einen Revisit machen, quasi nach der Sanierung, wie auch immer, und uns das Ganze anschauen. Das Ding ist halt hier wirklich, ne, alles noch da. Ich muss hier so ein bisschen quasi inkognito filmen, damit er nicht merkt, dass ich hier ein Lost Place Video mache. Ja. So, wir haben hier, ich meine, das Kaminzimmer war das mal. Kaminzimmer, nee, Quatsch, Kaminzimmer war oben, glaube ich. Wir haben hier auf jeden Fall einen Saal. Wir haben hier mal einen, können wir uns nochmal auf den Flucht- und Rettungsplan orientieren. Ist leider nicht eingetragen. DJH, ist doch eigentlich gar keine DJH mehr. Komisch. Ja. Stühle in Reihe und Glied, da vorne wahrscheinlich ein Snackautomat, der ist auch noch bestückt, gehe ich stark von aus. Ja. Oder ist er bestückt? Ne, der ist leer. Also ich glaube dem Ganzen nicht, dass das hier irgendwie bald wieder genutzt werden soll. Sieht halt so aus wie vor 2 Jahren. Nur ohne Flüchtlingsheim. Oh, warte mal, was liegt denn hier? Das alte, das neue Testament. Fenster, Schlösser zu ihrer Sicherheit. Fenster und Kippen nicht ganz öffnen. Wir haben jetzt hier architektonisch einen ganz interessanten Bereich. Hier mit diesen Giebeln. Das war auf jeden Fall früher auch schon so. Und ich meine, hier ist jetzt das Kaminzimmer, oder? Ganz genau. Wir haben hier Tische und Stühle. Die sind in Reihe um dieses Kaminzimmer aufgestellt. Um den Kamin hier. Auch mit der Beleuchtung, die an ist, wirklich sehr schön. Hier liegt noch so ein bisschen Kinderspielzeug auf der Fensterbank. Auch schon Spinnweben langgezogen. Da hinten liegt ein Karton. Ist doch irgendwie schon so ein bisschen komisch. Also im Februar hatten sie wohl noch Gäste, wie ich hörte. Gott, das klingt hier wie nach wegen Corona verlassen. Aber ist nicht. Auch das hier. Lichtschalter kaputt. Und hier links haben wir jetzt Kinderspielzimmer. Spielteppich, so einen großen Spielteppich hatte ich früher auch mal. Spielzeug zum Spielen. Kinderwegen, Puppenwegen. Tischtennisplatten, wenn mich nicht alles täuscht. Auch hier so ein paar Kugeln aus dem Bällebad. Kriege ich wirklich so ein bisschen Kindheitserinnerungen. Bällebad, das war wirklich sehr schön. So, hier ist auf jeden Fall auch ein schöner durchleuchteter Flur. Genug Sonnenlicht auf jeden Fall hier als Gast. Konnte man es auf jeden Fall nicht schlecht haben. Also war bestimmt ganz angenehm. Genau, die hatten wir eben wieder zumachen lassen. Die war wohl irgendwie offen hier, die Tür. Notausgang. Zimmer, ganz simpel halt, Jugendherbergenzimmer, zwei Betten, Hochbettzimmer, kleinen Tisch und Stuhl und ganz selten, das hat wirklich nicht jede Jugendherberge, Balkons. Also unsere Jugendherberge damals in der 3. Klasse Grundschule, die war in Detmold, meine ich, und das war wirklich eine richtige Ranz-Jugendherberge. Wir hatten richtig krassen Sommer, es war sauwarm draußen und wir mussten wandern, ohne irgendwie was zu trinken zu haben, und wir konnten noch nicht mal die Fenster in unserem Zimmer weiter als auf Kipp machen. Also das ist wirklich krass, und hier ist auf jeden Fall ganz nett mit Balkons. Wir haben hier auf jeden Fall dann die größere Zimmerwahl, ne? 6-Personen-Zimmer, oder? 2, 4, 6. Mit eigenem Waschbecken. Und was mir hier auffällt tatsächlich, kein eigenes WC, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja, hier hinter der Wand wird wohl kaum eins sein. Wie man hier sehen kann, war das Ganze auf jeden Fall zwischenzeitlich zwischen den Jugendherbergen, Nutzungszeiten und Flüchtlingsheim. Hier alles verschiedenste Sprachen, Buslinien. Ja, die Sprache kann ich nicht. Wir haben jetzt hier nochmal die Rezeption. Hier kann man nur aktuell leider nicht einchecken. Hier liegt ein bisschen Wäsche, alles Mögliche, so was man mal braucht. Genau,
wir waren jetzt hier im Kaminraum und im Seminarraum. Den Filmraum habe ich tatsächlich nicht gesehen. Rezeption und Speiseraum gibt es hier auch noch. So, machen wir mal einen Check. WLAN soll es ja hier geben. Sieht schlecht aus. Kein Netzwerk, kein Hotspot. Hier war Heiko zwar gerade schon, aber der große Speisesaal ist natürlich auch hier direkt. Ja, tatsächlich ist ein sehr geräumiger Saal. Alles noch schön so, wie es sein soll. Gastank. Ja, hier natürlich Kantine. Essensdurchreiche. Ein riesiger schwarzer Tisch. Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Holzplatte. Komisch. Ah, da war hier gehört eigentlich ein Waschbecken hin, würde ich sagen. Riecht frisch gestrichen. Sehr schön hier. Oh, hier fehlt die Heizung. Großraumdusche. Typisch Herberge. Aber hier wirklich eine schöne Lage. Auch hier mit dem Vierbettzimmer. Diesmal sogar mit eigenem WC. Behindertengerecht wohlgemerkt. Schöner Innenhof. Wirklich sehr, sehr schön hier. Unten war noch die Disco, ne? Nee, ist jetzt nichts. Ist nicht mehr? Nee. Im Keller ist der Raum, ist leer. Viel rausgeräumt. Ja. Da, letzter Raum. Da machen sie Musik, alles. Mhm. Da sind ja die Stühle aufgestellt. Da war neben dem Kaminraum, ne? Genau. So, hier haben wir jetzt so eine Art Spielzimmer für die großen Kinder. Tischtennisplatte, Kicker, Billardtisch, draußen auch nochmal eine Tischtennisplatte, Schaukel. An sich wirklich echt schön hier. So, erstes OG. Begleitertreff, Kinderspielzimmer, Tagesraum. Das hier sieht so das Erzieherzimmer, Chefzimmer. Kriegst du richtig wirklich den Schulflair noch mit drauf, ne? Klassenfahrt, die einen oder anderen unter uns werden sich dran erinnern. Damals, als die Welt noch in Ordnung war. Als man immer nachts in der Jugendherberge abhauen wollte, um die Lehrer zu ärgern. Ach, die Zeiten waren schön. Ach, die Zeit und das Wetter nagen an der Bausubstanz des Balkons. Hier den großen langen Flur. Der schönen Holzverstrebung einmal entlang. Perfekter Blick hier auf diesen Innenhof. Auch hier oben natürlich viele Zimmer. Und hier hinten müsste vielleicht noch das Kinderspielzimmer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hier noch eine Erinnerung an die Flüchtlingsheimzeit. Das ehemalige Stationsleiterbüro. So, wir sind jetzt hier im Nebenflur und hier kann man ganz gut sehen, die bauliche Substanz ist an seinen Grenzen. Hier hat der Herr mir eben erzählt, da abgerissen wird, bald neu gemacht. Kam die Feuchtigkeit rein. An sich auch wirklich architektonisch ein wundervolles Gebäude. Gerade aufgestanden, Leute, ich saß hier gerade noch am Haupteingang in so einer Sitzecke. Die aufgeregte Heike ist. ja, ich weiß nicht, wo der Hausmeister hin ist. Der ist hier eben draußen runtergelaufen. Ihr habt das Ganze gesehen. Ich weiß nicht, ob ich den Part jetzt direkt als Abmod dranhänge oder dass die Abmod so ein bisschen zu Hause mache und dann noch ein bisschen was erzähle. Aber ich würde soweit sagen, was zurück mit dem Video. Schaut bei der Heike vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.